Chiemgau-Tour für Familien und Genusswanderer auf Schusters Rabben von der Riesenhütte zur Kampenwand. So steht es im Flyer des Deutschen Alpenvereins, herausgegeben von der Sektion München und Oberland. Geli und Hagen erwandern die Tour in 4 Tagen. Großartige Höhenzüge, beste Panoramablicks, das zeichnet die Chiemgau-Tour aus. Und hier sehen wir auch schon unser erstes Etappenziel, die Riesenhütte. Nachdem wir uns auf der Hütte eingerichtet haben, erwandern wir noch den Riesenberg. Das ist der Hausberg der Riesenhütte und man erreicht ihn in ca. 25 Minuten. Somit geht der erste Tourentag langsam seinem Ende zu. Zweiter Tag. Heute geht es über Predigtstuhl, Klausenberg zum Spitzsteinhaus und auch eine herrliche, aussichtsreiche Gratwanderung erwartet uns heute. Zunächst laufen wir an den Riesenalmen vorbei Richtung Bergwachthütte. An der Bergwachthütte vorbei geht es über einen Wiesenhang hinauf zum Kamm. Jetzt stehen wir hier auf den Gipfel des Predigtstuhl, 1494 Meter. Der nächste Gipfel ist der Klausenberg, 1554 Meter. Von hier aus blicken wir hinüber zur Kampenwand. Über die Hochflächen der Feichtenalm führt unser Weg weiter Richtung Spitzstein. Hier kommt langsam der Spitzstein ins Bild. Nachdem wir die Almflächen verlassen haben, verlassen wir auch Bayern und setzen unser Weg in Tirol weiterhin fort. Unser Weg führt nun jetzt hinunter in eine kleine Scharte zwischen Brandelberg und Spitzstein. Und über felsiges Gelände geht es auf der Ostseite wieder hinauf Richtung Spitzstein, vorbei an seinen mächtigen Felswänden.
da ein paar Haken drin. Es gibt Kletterrosen. Jetzt ist es nicht mehr sehr weit und wir haben unser Etappenziel, das Spitzsteinhaus, bald erreicht. Nachdem wir uns auf der Hütte eingerichtet haben, bietet sich die Besteigung des Spitzsteins an. Circa 70 Minuten benötigt man für den Aufstieg. Auch wenn die Muskeln nicht mehr wollen, 70 Minuten bergauf, das lohnt sich. Bester Panoramablick ist hier oben. Man blickt auch hinüber zur Kampenwand, unser Endziel der Chiemgauer Runde. Aber irgendwann ist jede Gipfelschau mal zu Ende und wir steigen ab wieder zum Spitzsteinhaus. Heute geht es in östlicher Richtung erst einmal über Almwiesen und Wald hinunter nach Sachrang. Ach, da ist schon wieder Schmatz. Da es die Nacht geregnet hat, sind die Böden extrem aufgeweicht. Natürlich hat auch so ein Wetter Vorteile. Wir dürfen einen Feuersalamander beobachten.
Was denn drin? Wo bin ich hier? Oh. Weiter geht unser Weg Richtung Sarang. Unser tiefster Punkt heute, 738 Meter. Wir sind unten in Sarang und besuchen einmal die Ortskirche. Jetzt überqueren wir die Bundesstraße und es geht hinauf Richtung Briner Hütte. Wir wählen eine Wegvariante, die über die Schreckalm führt. Dieser Weg ist landschaftlich reizvoller. Minuten Gehzeit sind es etwa noch von der Schreckalm bis zur Briner Hütte. Briner Hütte, unser Etappenziel für heute. Jetzt heißt es einrichten und ausruhen. Wir genießen natürlich jetzt die herrliche Bergkulisse und schauen hier zum Kitzbüheler Horn mit seinem 102 Meter hohen Sendemast für UKW-Sender und ORF-Fernsehen. Und auch zum Wilden Kaiser. Somit geht auch dieser Tourentag dem Ende zu.